Wie gesagt, nicht wundern, das hat alles seine Richtigkeit. Denn ich bin ja der Meinung, wenn man etwas macht, macht man es am besten direkt richtig. Und das habe ich ja vor, jetzt zu machen. Menschliche Gestalt erhalten. Und zwar werden wir dieses Bonfire jetzt entfachen. Und zwar nicht einmal. Nicht zweimal. Hä? Ich war noch nicht in den Katakomben. Ist irgendwo ein Pferd? Ich brauche ein Pferd, das mich tritt. Oh, toll. Zwei Menschlichkeit verschwendet. Super. Schön, hat genial. Das hätten die mir natürlich auch nicht vorhersagen können. Nee, nee, dafür musst du erst die Menschlichkeit nehmen. Egal. Ich habe schon mehr als zwei Menschlichkeit mal verloren. Mal ist gut. Habe ich schon erwähnt, dass ich die schwarzen Ritter hasse? So abgrundtief mäßig? Ich hasse allgemein Gegner, die schneller sind als ich selbst. Okay. Ich versuche mal, ihn zu parieren. Gut, so geht das anscheinend nicht. Hallo? So auch nicht. Au. Ne, man kann ihn nicht parieren. Gut zu wissen. Oh mein Gott. Dieser Thrust ist schwierig zu blocken. Ja, das heißt schwierig zu blocken. Er macht viel Schaden halt. Meine Fresse, ey. Darf ich mal ein Estus-Glas trinken? Anscheinend nicht. Macht er nach einer Weile irgendwie weniger Schaden oder was geht hier ab? Ah. Natürlich, wenn sein Schaden ist gegen meiner, ich kann überhaupt nichts sehen. Dann gewinnt natürlich seiner. Was geht denn hier ab? Hallo? Darf ich mich bewegen? Gut, ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nichts machen. Das ist natürlich Fairness pur. Oh, das kennt man ja auch nicht anders in diesem Spiel. Naja, wobei... Normalerweise ist es einfach nur schwierig unfair. Das war jetzt einfach nur Glitch unfair. Aber gut. Dürfen wir den halt nochmal besiegen. So vollständig. Vollständig Schaden machen. Aber macht nichts. Denn wir werden noch ungefähr 10 von diesen Gegnern besiegen müssen, bevor wir zum Boss kommen. Das heißt eigentlich nicht müssen, aber ich mach's trotzdem. Ja, genau. Ich wusste, dass er diesen Thrust macht, deswegen habe ich extra nicht angegriffen. Aber er hat sich entschieden, nö, Rollen machen wir heute nicht. So, stirb. Verdammter Hundesohn. Ich glaube übrigens, der respawnt nicht. Nee, doch, der respawnt, oder? Die meisten Gegner hier respawnen. 3 Sonnenlicht, bla. Egal. Braucht kein Mensch. Nutzlos. Da ist übrigens noch einer von den Kerlen. Und ja, sie respawnen. Ist mir gerade so wieder eingefallen. Die silbernen Ritter respawnen nicht, oder? War das so? Ich finde das interessant, wie er noch mehr Schaden macht als sein Freund mit dem Speer. Wahrscheinlich machen die sogar mehr Schaden als der Boss gleich. Nee, das wiederum glaube ich nicht.
Das war jetzt nicht so sinnvoll von dir. Oh mein Gott. Das war doch getroffen. Komm. Ne, ich glaube zurückgehen. Ich wollte gerade zurückgehen und mir neue Estus Last so mit holen, aber ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Diese Tür ist verschlossen. Sag ich doch. Ha. Kann ja mal sehen, wie gut die Stadt spielt kennen. Ja, ja. Also übrigens, bevor wir da reingehen, guck mal hier durch. Also da ist was. Und jetzt guckt er mal hier. Oh, ist nichts. Was könnte das nur bedeuten? Und ich spare uns. Hier unten ist übrigens ein Gegner. Welcher war es nochmal? Ach nee, dann war es einfach nur eine Mimik. Genau, du bist nämlich eine Mimik. Hallo Mimik. War dies, die hier geatmet hat gerade? Die Mimik? Ich habe irgendwas hier unten atmen gehört. Könnte die Mimik gewesen sein. Das war jetzt aber blöd. Von uns beiden. Muss man dir also... Ha! Bisschen Genüge tun. So. Okkulte Keule. Die ist ganz gut. Denn, ja, die ist im Prinzip heilig. Das heißt, die können wir nachher benutzen. Für die Katakomben. Weil für die Katakomben braucht man am besten eine heilige Waffe. Dann bleiben die Skelette nämlich tot. Und hier sind übrigens Havels Sachen. Haben wir ja schon getötet, den Havel. Ich weiß gar nicht, ob man die Rüstung einsammeln kann, bevor man den getötet hat. Ja, auf jeden Fall, ich zeig's euch mal. Erstmal seine Waffe. Können wir mal gucken. 290 Schaden. 999 Durability. 18 Kilo oder was auch immer Gewicht. Und man braucht 40 Stärke, um es zu tragen. Also ist schon ein bisschen schwer. Und dann sein Schild. Havels Großschild. 500 Zustand. 26 Gewicht und braucht 50 Stärke, damit man es tragen kann. Also der Havel ist krank. Absolut irre. Wir haben übrigens ein Großschwert. Das ist mir so eben aufgefallen. Könnten wir auch benutzen. Denke ich in zwei Händen. Aber macht, denke ich mal, nicht so viel Sinn. Ja, die Rüstung wollte ich euch zeigen, genau. Havels Helm. 900 Zustand, 7,5 Gewicht. 36 Abwehr. Guckt euch das alles mal an. 18 Poa. Also Balance ist das. Ja, das ist schon... Verdammt. Das ist verdammt. Das ist vollkommen verdammt. Ihr seht übrigens, die Schwarzeisenrüstung ist ein bisschen schwer. Aber hier, Havels Rüstung. 92 physische Abwehr, 900 Robustheit, 20 Gewicht. Seine Stulpen, auch ganz schön krass, steht er jetzt im Schnelldurchlauf durch. Und dann noch seine Gamaschen. Alles wiegt ziemlich viel, allerdings haben wir ja auch gekriegt, Havels Ring, erhöht maximale Ausrüstungslast. Also, das ist ganz gut, wenn man Havels Rüstung tragen will. Man braucht trotzdem viel Ausdauer, Trauer, glaubt mir, Leute. Ja. Ja, mehr wollte ich eigentlich nicht zeigen. Dann kommen wir hier wieder raus. Wo wir sind? Ah, hier. Nee, hier atmet immer noch was. Ja, gut, atmet hier bald was. Gehen wir mal die Treppe hoch. Wir werden sowieso noch sterben, deswegen... Also auf dem Hinweg, vertraut mir, Leute. Wir werden das auf keinen Fall so schaffen. Nee, sorry. Muss ich euch enttäuschen.
Da müssen wir runter. Wenn wir da unten sind, können wir die Tür öffnen, die eben verschlossen war. Allerdings gibt es hier keine Möglichkeit, da runterzukommen. Das ist sehr schade. Hier wiederum können wir einen Titanite Demon sehen. Und der ist es, der die ganze Zeit atmet. Was interessant ist, weil er keinen Kopf hat. Aber okay, da steht übrigens noch ein Gegner, aber der ist mir gerade ein bisschen egal. Eine Heldenseele. Ach du Kacke, ich hab den Drachen erbrochen. Erweckt. Wie heißt es? Den Drachen erwacht. Der Drache erwache! Ey, warte. Oh! Ijo! Ah ja! No, no! Oh, ja, warte. Mach die Tür zu! Haha. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Ey, das ist die Taktik. Au, er kann es aber auch machen. Unfair. Weißt du, was ich kann dafür? Ich kann diesen hier. Der ist so billig. Mir gefällt's. Ne? Ups. Ne? Das war leider nicht so ganz richtig, was du gemacht hast. So wie ich das gemacht habe. So geht das. Wirklich. Das hier ist eine Mimik. Mal wieder. Ui. Ups. Ja, ich merke gar nicht, dass ich nichts sage, wenn ich kämpfe, aber ich muss mich halt wirklich konzentrieren hier. Damit ich keinen Fehler mache. Fehler in dem Spiel sind sehr, sehr fatal. Silbermünze! Kann man für ein paar Seelen verkaufen. Ist da noch eine Mimik? Tatsache. Hey. Autsch. Das wiederum tat weh. So haben wir nicht gewettet, mein Freund. Wehtun finde ich ganz schlecht. Und er hat eine Goldmünze. Kann man auch für viele Seelen verkaufen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da drüben steht ein Typ. Versuchen wir mal. Wollen wir versuchen, ihn zu töten? Was ist in diesem Raum? Was befindet sich in diesem Raum? Nichts. Es gibt hier eine Quest, dass man alle Ritter töten muss. Das heißt, man darf. Oh, warum? Oh mein Gott, wir gehen wieder runter. Ich will Level up. Wir können doch, oder? Können wir? Das steht hier natürlich nicht. Ja, genau! Durch Treppenhaus, durch diese Säule da. Logisch. Nicht verarschen? Also es gibt eine Quest, dass man alle Ritter töten muss. Die müssen dann auch alle gleichzeitig tot sein. Das heißt, einmal töten reicht nicht. Das heißt auch... Fick dich. Das heißt auch... Dass man... Dabei... Nicht ein einziges Mal sterben darf, weil die müssen ja alle gleichzeitig tot sein. Und man darf natürlich nicht zum Bonfire gehen, seine Sachen refreshen. Das geht auch nicht. Ja, fick dich auch. Ach. Ist immer blöd, wenn ich diagonal laufe. So nach rechts vorne. Weil dann kann er aus irgendeinem Grund... Kann er dann nicht ausweichen. Geht nur in Femels Richtung. Nicht in die 5., 6., 7. und 8. Ich hasse Gegner, die sich drehen, wenn sie angreifen. Es ergibt irgendwie nicht so viel Sinn. Aber wahrscheinlich schon. Na danke, ich hasse dich. So, das ist auch toll. Stunlock. Aber das ist nichts Neues in diesem Spiel.
Wenigstens müssen unsere Seelen jetzt direkt hier vorne liegen, genau. Verdammter später Angriff. Was war das denn? Ja? Interessant. Verdammt! Nö. Genau das wollte ich die ganze Zeit machen. Oh, okay. Ich wollte nur mal testen, ob das heißt, dass ich gleichzeitig hier angegriffen werde. Und ja, heißt es. Was? Mach mal Sinn, Spiel. Ich hab den doch voll getroffen, ey, Mann. Können wir jetzt hier so Level up? Level Loop? Ja, fick dich auch. Sehr gern. Ich brauche eine Übung bei den Typen. Oh. Ich habe tatsächlich ausgewichen. Das überrascht selbst mich. Ich glaube, so langsam habe ich sie. Au. Das wiederum war unklug. Das auch. Aber das nicht. Und wieder weg hier. Und diesmal endlich Level Loop. Wir müssen sowieso noch ein bisschen leveln, bis wir irgendeine Chance gegen den Boss haben. Ja, ich hole mir mal. Ups. Schon mal ein bisschen Wille und Intelligenz. Was macht mehr Sinn? Ja, macht eigentlich keinen Unterschied, oder? Nö. Ja, dann Wille. Wohl, nee. Komm, erstmal ein bisschen Kondition. Komm. Kondition ist immer gut. Wer da auch einfach nur immer sitzt und mir nie hilft. Arschkeks. So, wir machen die Quest mit dem alle Gegner töten später, wenn überhaupt. Wenn überhaupt, wohlgemerkt. Stattdessen wollen wir nicht zu diesem Typen, vielleicht. Nee. Okay, dann müssen wir hier rein. Da ist ein Gegner, ein Ritter. Aufpassen. Er steht da, aber ich laufe einfach an ihm vorbei, weil ich so ein geiler Hengst bin, yo. Was? Oh, natürlich kann er nicht ausweichen, während er läuft. Das ist auch was Tolles. Während man sprintet, kann man nicht ausweichen. Alles, was man machen kann, dann ist springen. Aber das ist ja viel langsamer als ausweichen. Bringt also im Prinzip überhaupt nichts. Oh mein Gott. Stimmt, in diesem Raum waren drei Gegner. Nicht einer, nicht zwei, drei. Ihr habt schon richtig gehört. Müsst ihr eigentlich, sonst seid ihr taub. Und ich laufe an allen vorbei, weil ich auf keinen Bock habe. Das war jetzt übrigens nur, um die Tür da aufzuschließen. Was wir jetzt machen werden, ist hier runtergehen, um die andere Tür auch noch aufzuschließen. Ihr wisst schon. Wir sind jetzt übrigens auf einer anderen Treppe. Ihr habt vielleicht gemerkt, auf der anderen Wendeltreppe haben wir praktisch einen Stock übersprungen. Und den überspringen wir hier jetzt halt nicht. Da ist der Titanite Demon drin, da möchten wir nicht rein. Was wir stattdessen tun wollen, ist mit gezücktem Schild diese Tür öffnen. Und da sind ja verdammte Kisten. Ist mir jetzt egal gerade. Ist mir jetzt gerade egal. Ich habe gerade noch so schön viele Estus Lasts. So, hier geht's in Richtung Boss. Wenn ihr jetzt aber denkt, hey cool, dann macht jetzt endlich den Boss. Habt euch geschnitten, denke ich. Denn. Muss mal gucken, ob das so viel sind. Oh mein Gott!